Also ich habe gesagt, eines der Ursachen für den Verfall und Zerfall der islamischen Gemeinschaft ist das Fehlen der Tazkiya. Inwiefern? Was hat das damit zu tun? Einfach insofern, dass Uneinigkeit wird manchmal, also die Hintergründe, die Bewegungsgründe für diese Uneinigkeit sind nicht immer rein objektive Meinungsverschiedenheiten. Oft sind es subjektive Einstellungen des Menschen. Oft stehen dahinter Charakterschwächen. Oft stehen dahinter Krankheiten des Herzens. Beispielsweise eines der Hauptursachen, warum Menschen sich gegenseitig auf die Birne hauen, ist Neid und Hass. Und dieser Hass muss nicht immer begründet sein. Also manchmal ist er unbegründet. Der Prophet soll was sagen, das ist sehr interessant. Und ich finde es sehr interessant, dass Ibn Abd al-Barr ist einer der großen Muhaddithun aus dem Muhaddithun und malikitischen Rechtsgelehrten, Al-Andalusi. Er hat ein Buch geschrieben über das Wissen und die Charaktereigenschaften des Rawi, das heißt des Tradenten des Hadith und des Schülers oder des Muta'allim. Und ein ganz interessanter Fakt ist, als er über die Gelehrten sprach, es gibt bei den Hadith-Gelehrten ein Prinzip, das sagt, La yuqbalu jarh al-Qurana, so ähnlich drücken sie das aus. Das heißt, die Kritik des Qarin, Al-Qarin ist sowas wie ein, wie nennt man das, Mitstudent. Oder jemand, der auf deinem gleichen Niveau ist. Die Kritik dieser Qurana wird gegenseitig nicht akzeptiert. Also ich kann einen Fremden kritisieren und es kann sein, dass meine Kritik akzeptiert wird, aber den Qarin, wenn ich ihn kritisiere, wird das möglicherweise nicht akzeptiert. Wissen Sie warum? Ibn Abd al-Barr erklärt das, indem er dieses Kapitel mit einem Hadith beginnt. Er sagt, Dabba ilaykum da'u al-umami qablakum al-hasad wal-baghda. Die Krankheit der vorherigen Umam ist auch zu euch gekrochen. Was ist diese Krankheit? Al-hasad, Neid und al-baghda, Hass. Warum erwähnt ihr das hier im Kontext der Gelehrten? Neiden Gelehrten. Neiden sie oder nicht? Wir haben immer die Vorstellung von Gelehrten, dass es Heilige sind. Das ist aber nicht der Fall. Ein Gelehrter zeichnet sich durch seine Expertise aus, in seinem Wissen, aber er ist ein Mensch. Ibn Abd al-Barr erwähnt es im Kontext der Gelehrten, weil die Gelehrten untereinander manchmal tatsächlich ein enormes Ausmaß von Neid haben. Und wisst ihr warum, wo Neid eigentlich entsteht? Du wirst selten einen normalen Otto-Normalverbraucher finden. Otto-Normalverbraucher ist im Sinne, im Vergleich jetzt von dem Gelehrten und dem Nichtgelehrten. Er kann aber natürlich in seinem Gebiet auch ein Experte sein. Sahih? Wenn er zum Beispiel ein Mechaniker ist oder ein Architekt, dann ist er eben in seinem Bereich ein Experte. Aber warum wirst du selten finden, dass ein normaler Mann einen Religionsgelehrten beneiden wird? Beneiden, schon richtig beneiden. Nicht nur sich wünschen, so zu sein, sondern beneiden. Krankhaft beneiden. Das wirst du selten finden, aber du wirst die Ahlul Ilm untereinander finden, wie sie sich krankhaft beneiden. Wisst ihr warum? Neid entsteht immer da, wo es Konkurrenz gibt. Neid entsteht immer da, wo es Konkurrenz gibt. Wenn ich mich nicht in diesem Bereich als Konkurrenz sehe, werde ich ihn auch nicht beneiden. Aber deswegen auch, wenn ich beispielsweise sehen wir, dass unter Händlern Neid. Händler beneiden sich gegenseitig, weil sie gegenseitig konkurrieren. Oder Leute, die in einem bestimmten Feld arbeiten, beneiden sich gegenseitig. Aber ein Bauer wird vielleicht einen Dachdecker nicht beneiden. Er sieht ihn nicht als seinen Konkurrenten. Das heißt, eines der Ursachen für Schwäche ist die Zerstrittenheit
Und die Zerstrittenheit hat natürlich Vorursachen. Und diese Vorursachen sind manchmal zurückzuführen auf seelische Defizite. Seelische Defizite, Hass, Krankheit, Neid, Groll, Arroganz, Hochmut,